Ihr wollt wieder nach Roma. Gut, also wie es aussieht, wird Italien wohl ein totaler Sieg für uns. So, sehr schön, Rom komplett gewonnen. Hier haben wir einen großen Knubbel an Feinden. Ja. Zwar wird es dann alles belagert, hoffentlich. Habe ich eh nichts vergessen. Und die paar Gebiete unten sind mir egal. Und die Bretagne ist mir auch recht egal. Traue ich mich zu sagen. Gut, Venedig ist eh nicht mit uns im Krieg. Dann fahren wir mal wieder Gegner jagen. Reformed Eastern Hussars. Oh, was sind die hier? Wen wollen wir da? Nehmen wir einfach die hier. So, Firenze wird noch nicht belagert, aber das sollte kein Problem sein. Ja, und dann wird alles belagert. Battle of Pisa haben wir gewonnen. Oh, Battle of Pisa haben wir genau gesagt verloren. Weil da Gegner gelandet sind. Ihr habt fast keine Moral, das ist nicht so gut. Ja, insgesamt gibt es doch noch einige Probleme. Kann man durchaus nicht bestreiten. Aber immerhin gewinnen wir auf See größtenteils, wie es aussieht. Papststaaten Weißer Friede. Da muss ich jetzt kurz nachsehen, ob wir euch theoretisch zum Vasallen machen könnten. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Geht es sich mit 100 dann genau aus? Wahrscheinlich schon. Und die Papststaaten als Vasallen zu haben, wäre natürlich verdammt nützlich. Und sie werden hier auch schon fleißig belagert. Von dem her, warum eigentlich nicht die Papststaaten zum Vasallen machen? Die sind auch der Hauptgegner, das heißt, mit denen Frieden schließen wäre sowieso gerade ein Riesenfehler wieder mal gewesen. Naja, Kolonisten brauche ich nicht wirklich viel. Wow, da bekomme ich ganz schön viele pro Jahr. Eigentlich könnte ich ein Kolonialreich beginnen, aber ich will es nicht. Sehr schön, die erste Belagerung ist schon wieder gewonnen. Seid ihr zufällig? Ja, das ist genau eine ganze Armee. Freut mich auch, wenn ich dann nachher nicht so kompliziert alles wieder zusammenbauen muss. So, ist Sardinien ist unser Verbündeter, dann könnten wir uns hier in die Schlacht einmischen. Und sonst gibt es eigentlich gerade nicht viel zu tun. Föderalismus, dann nehmen wir eben Föderalismus, wenn ihr das wollt. Ferrera. Florenz, Pisa, Papststaaten. Nochmal Papststaaten. Ferrera ist hier oben eine einzige Provinz, die ich gar nicht belagert. Die habe ich zu belagern vergessen. Okay. Bringen uns die irgendwas?
Haben den Zugang zu Venedig? Nein, haben sie nicht. Dann bin ich damit weißem Frieden einverstanden. Firenze gehört uns. Dann könnten wir euch... Na, wenn ich die Provinz anklicken dürfte. Danke. Zum Vasallen machen, oder? Wollen wir das? Vier Infamie können wir uns eigentlich leisten. Kein Problem. Wird hier... Naja, die letzte Provinz wird auch irgendwann noch belagert werden. Aha. Ja, bezahlen wir ihm eben einen Doktor. Er stirbt ja eh trotzdem. Juhu. Urbino, natürlich noch nicht. Euch wollen wir annektieren. Das ist ja eigentlich das Hauptziel dieses Krieges. Ja. Schicken wir euch nochmal dorthin. Rom gewonnen, wunderbar. Dann dürft ihr dorthin gehen. Ihr dürft mein Verbündeter werden. Der Krieg gerade zahlt sich wirklich aus und macht mich wirklich stärker. Oh, ich bin auch ein bisschen blöd. Wenn ich Rom gewinne, dann schicke ich die Leute erst an Ancona weg. Das hat mal Sinn gemacht. So. Was? Ihr wollt mir sagen, dass drei Provinzen zu viel kosten? Oh, aber Rom können wir trotzdem nehmen. Und dann ist es mir eigentlich vollkommen egal, wie viel... Ja, das passt dann so. Ihr, unsere Religion dürft ihr auch noch übernehmen. Die verbreiten wir inzwischen recht gut in die Welt. Oh. Oh, Rom ist so viel wert. Naja, logisch. Dann geht sich das ja eh nicht aus. Dann nehmen wir das dazu. Wobei Naxos, Ferrera können uns eigentlich egal sein. Genua ist auch ist nicht die Weltmacht. Pisa gar nicht. Dann wollen wir einfach noch Geld dazu, weil wir immer Geld brauchen können. Und ihr seid ja eh nicht der Kriegsleiter, sondern die Papststaaten. Sehr schön. Die Eternal City gehört jetzt uns. Royal Marriage with Trebizond. Okay, ich glaube, es fehlt uns eigentlich nur noch Venedig von den Provinzen her. Das ist der Roman Empire. Venedig und Venedig vernichten. Also ab jetzt wird es wohl nur noch Kriege gegen Venedig geben. Royal Marriage, very likely. Sehr schön. Erfüllt. Colonize Sierra Leone. Wirklich? Ach. Naja, wir können es nachher immer noch abbrechen. So, euch stationieren wir in Rom. Euch fehlen welche Truppen? Dreimal Infanterie. Können wir gleich nachbauen. Und hier müssen wir noch eine Armee landen. Das machen wir auch so gleich. Die Bretagne will Frieden. Die Bretagne wäre aber auch ein netter Vasall. Wobei andererseits, mal ganz ehrlich, kann es uns auch ein bisschen egal sein. So, Pisa, weißer Frieden. Pff, warum sollte ich das tun? Ihr seid fast erobert. Hoffentlich haben die Papststaaten jetzt nicht irgendwo Kolonien. Das wäre durchaus sehr nervig. Oh, und genau in dem Moment, wo ich Truppen hinschicke, schicken sie auch Truppen hin. Egal, erstürmen wir eben. Salvestien ist noch im Krieg. Pisa und die Bretagne neben den Papststaaten noch. Pisa ist eigentlich zu klein, als dass ich sich... Oh, sie würden ein Vasall werden, ohne dass ich sie jemals erobert habe.
Ja, Ruf können wir uns ja viel leisten. Und jetzt Bretagne. Naja, Bretagne lassen wir einfach mal. Oh, die habe ich noch nie zusammengeschlossen. Und euch fehlt außerdem ein Kavallerist. Ich glaube, das war jetzt eine Kanone, aber ist dir ehrlich gesagt auch so egal. So, dann landen wir noch kurz diese Truppen in Judäa und dann sollten die Papststaaten unser Vasall sein. Okay, die wollen hier nicht stürmen, finde ich auch okay. Und Siena müssen wir natürlich auch noch kurz erobern, kurz oder lang. Dann könnten wir in unserer Flotte mal die Flotte der Bretagne aufreiben gehen. Denn die Papststaaten haben, glaube ich, fast keine Flotte mehr. Beziehungsweise vielleicht auch gar keine. Ja, der nächste Nachfolger ist tot, juhu. Okay, die Bretagne wird sowieso gerade von allen möglichen Leuten vernichtet. Dann müssen wir da nicht mehr eingreifen. Sondern nur noch Siena und Judäa gewinnen. Beziehungsweise Judäa ist gewonnen. Dann holen wir die Truppen von dort ab. Und die Papststaaten. Wir haben erst 43%, das heißt, diese eine Provinz Siena ist eure extrem am meisten wert seiende Provinz. Wobei mich wundert, warum das nicht... Oh, es ist aber auch die Hauptstadt gleichzeitig, dann ist das verständlich. Was, jetzt ist es auf einmal viel teurer, euch zum Vasallen zu machen? Was? Das macht mir... Das macht sowas von keinen Sinn. Das ging ja sowieso auch nicht. Das wollen wir... würdet ihr eh nicht annehmen. Egal, wir übernehmen trotzdem erst noch, mal noch die letzte Provinz der Papststaaten. Spanien ist auch gerade beschäftigt. Könnt ihr vielleicht jemanden entlassen? Sapo irgendwas und Kat... Oh, die Papststaaten haben diese eine Provinz aus irgendeinem Grund jetzt noch dazu geschenkt bekommen. Und die macht wohl dann den extremen Unterschied im Wert aus, warum auch immer. Bretagne, Weißer Frieden. Warum eigentlich schon? Unsere Verbündeten übernehmen doch die Bretagne. Bis wir Siena haben, ist das noch nicht notwendig. Ich hätte mich schon so gefreut, dass wir jetzt die Papststaaten auch noch als Vasall haben, weil die ja recht stark gewesen wären auf jeden Fall. Aber wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Ich habe auch keine Spione, mit denen ich hier oder irgendwo Rebellen machen könnte. Dann ist diese Provinz wirklich so viel wert, warum? Komisch. Aber ihr entlasst jetzt, wen will ich denn? Zabohütz hat den lustigeren Namen, die dürfen leben. Das wollen wir, das andere ist mir alles egal. Provinzen würden alle zu viel kosten. Ja, ein paar Verträge aufgeben, Ferreira kann uns egal sein, Naxos kann uns egal sein, Urbino kann uns egal sein. Naja, nehmen wir Urbino noch dazu. Weil wir sonst eh nichts zu tun haben. Ja, machen wir es einfach so. Kolonialismus, Kriegsgrund gegen die Papststaaten. Warum auch immer. So. Wir haben viel zu viele Schiffe. Aber wir können uns das trotzdem locker leisten. Bisschen zurückgehen wäre es schon mal, wenn wir wieder im Frieden sind.
Gut. Wieso habe ich jetzt hier eine einzelne Truppe herumstehen? Oh, das war vermutlich die, die für Athen gefehlt hat. Naja. Töten. So. Dann schließen wir euch zusammen und ihr müsst euch ja nur aufladen. Ja, ihr seid vollständig.